Wenn du nicht weißt, wie du dein Budget für deinen Gaming-PC aufteilen sollst, dann hilft dir Michis Faustregel. 60% deines Budgets haust du für CPU und GPU raus. Darin sollte die Grafikkarte doppelt so viel kosten wie die CPU. Bei einem Budget von 1000 Euro sind das also 600 Euro. Davon gehen 400 Euro in die Grafikkarte und 200 Euro in die CPU. Den Rest des Budgets teilst du dann auf die anderen Komponenten auf. Übrigens, nicht sparen solltest du am Netzteil. Greif da also nicht zum allergünstigsten China-Böller. Wie viel hast du ausgegeben für deinen Gaming-PC?